Lana Wongi. Eine Frau besaß eine Tochter, und sie liebte sie sehr. Nie, und sei es auch nur für einen Augenblick, befahl sie ihrem Kind zu arbeiten. Immer war es in einer Kammer unter dem Dach eingeschlossen. Eines Tages musste die Frau zu einem weit entfernten Ort gehen. Bevor sie aufbrach, stellte sie ihrer Tochter zum Baden und Kochen 7 Krüge mit Wasser und 7 Flaschen Kokosöl hin. Während der nächsten 7 Tage verbrauchte die Tochter das Wasser in den 7 Krügen und ebenso nahm sie beim Baden so lange von dem Kokosöl in den 7 Flaschen, bis es zur Neige ging. Und dann ereignete sich etwas sehr Sonderbares. Nachdem sie sich am 7. Tag mit dem Kokosöl eingerieben hatte, brachte das Mädchen ein Kind zur Welt. Es gab ihm den Namen Lana Wongi, das heißt Kokosöl. Von der Reise zurück erschrak die Mutter sehr, als sie sah, dass ihre Tochter ein Kind bekommen hatte, und sie fragte sie: »Wer ist denn dein Mann, dass du zu einem Kind kommst?« »Mutter«, antwortete die Tochter, »ich habe keinen Mann. Ich habe mich nur mit dem Kokosöl in den 7 Flaschen gebadet, und dann kam das Kind zur Welt.« Erwiderte die Mutter: »Wie kann das denn so etwas sein?« »Das ist wahr, Mutter, ich lüge nicht«, entgegnete das Mädchen. Da sagte die Mutter: »Dann wünsche ich, dass du mir mein Kokosöl in den 7 Flaschen wieder erstattest.« »Gut, Mutter, ich werde dir dein Kokosöl zurückgeben«, antwortete das Mädchen. In Wirklichkeit glaubte die Mutter von den Worten ihrer Tochter nicht. Die Tochter der Frau nahm ihr Kind und stillte es. Bald darauf verstand das Kind schon zu laufen. Auch war es in der Lage, sich selbst zu waschen. Eines Tages, als Lana Wongi spielte, rief das Mädchen sein Kind und herzte und küsste es. Dann setzte das Mädchen es in eine große Schale und sang: »Hai Lana Wongi, schmilz von den Füßen her.« Bevor aber der Kopf des Kindes verging, sprach das Mädchen: »In 7 Tagen werden wir uns wiedersehen.« Als sie das gesagt hatte, war der Körper des Kindes ganz zerflossen. Das Mädchen goss nun alles Öl in die 7 Flaschen und gab diese seiner Mutter. Dann bereitete es 7 Päckchen mit Palmenblättern gewickelten Reis und 7 Eier als Reiseproviant vor. Nachdem die Wegzehrung fertig war, brachen sie in Richtung der aufgehenden Sonne auf. Im ersten Land, das sie durchquerte, fragte sie die Bewohner eines Kampons: »Hast du gestern hier ein Kind vorbeigehen sehen?« Der Mann antwortete: »Ja, Frau, gestern hat es hier geschlafen, jetzt ist es aber schon wieder weitergegangen.« Weil es bereits Nachmittag war, übernachtete das Mädchen an dem Ort, an dem auch sein Kind übernachtet hatte, und es schlief dort, wo sein Kind in der Nacht zuvor geschlafen hatte. So machte sie es jeden Tag bis zum 6. Tag, doch ihr Kind traf sie nicht. Schließlich am 7. Tag gelangte sie zu dem Haus eines alten Mannes namens Inanene. Sie fragte den Alten: »Hat hier ein Kind Halt gemacht?« »So ist es«, war die Antwort des Alten. »Wo ist es jetzt, Pak?«, fragte das Mädchen und fuhr fort: »Es ist nämlich mein Kind, Pak«, und holte dabei einen Kamm, Spiegel und Puder für ihr Kind hervor. Da versteckte der Alte das Mädchen. Nach dem Baden fragte Lana Wongi den Alten: »Großvater, besitzt du einen Spiegel?« »Ja, Enkelkind.« »Hier ist er«, sprach der Alte. »Hei, Großvater, der ist genau wie mein Spiegel auf der Welt bei den Menschen«, sagte Lana Wongi. »Ist ein Kamm da, Großvater?« fragte Lana Wongi weiter. »Ja, mein Enkeltochter, hier ist er«, sagte der Alte. »Der gleicht völlig meinem Kamm auf der Welt«, meinte Lana Wongi. Schließlich fragte Lana Wongi: »Großvater, hast du Puder?« Und der Alte antwortete: »Habe ich, mein Kind, hier ist es.« Und Lana Wongi sprach weiter: »Der ist genau wie mein Puder auf der Welt.« Als das Kind sich schön machte, nahm es plötzlich menschlichen Geruch wahr.
Da sagte es zu dem Alten: Großvater, hier scheinen gute Menschen im Haus zu sein. Nein, mein Enkelkind, war die Antwort des Alten. Am Nachmittag, als Lana Wongi wieder baden wollte, bat das Kind den Alten um eine saubere Tasse zum Wasserschöpfen. Als Ina Nene ihm eine saubere Tasse gegeben hatte, sagte es: Genau wie meine Tasse auf der Welt. Sicher, war die Antwort Ina Nenes. Nach dem Baden schmückte Lana Wongi sich. Während sie sich noch schön machte, kam ihre Mutter hervor. Die beiden umarmten immer wieder und Lana Wongi sprach zu ihrer Mutter: Du hast mich tatsächlich wieder getroffen, Mutter. Du willst dich offensichtlich nicht von mir trennen. Komm, lass uns zusammen baden.